So, liebe Leute, da sind wir wieder. So schnell ging das. Abartig, ne? Die Leute, die auf YouTube unterwegs sind, die müssen natürlich ein bisschen länger warten, um das nachzuholen. Aber es geht hier mit unserem Sunbro gleich mal weiter. Zu neuen Abenteuern. Vielleicht finden wir noch jemanden auf unserem Weg. Da lasse ich den mal vorgehen. Ich habe 4 Flakons. Das ist ganz gut. Ich glaube, der hat die gelockt. Ich will auch Sunbro werden. Muss ich nachher mal... Oh, da haben wir doch noch jemanden. Der sieht ja kacke aus. Ah ja. Ich finde es übrigens sehr... So. Ist die zersäbelt. Zack. Guckt euch das an. Alter. Ich warte noch, bis der kommt. Falls der noch kommt. Kommt der noch? Genau das dachte ich mir jetzt gerade. Nicht verführen lassen von Items. Nicht verführen lassen. So, jetzt, der hat gerade geschossen. Zack. Bitches. Vielleicht können wir hier noch jemanden summonen. Da leuchtet doch was. Shit. Aber hier ist noch einer. Das ist schöner, wenn man das von Anfang an spielt. Da kann man echt viele Leute beschwören. Oh, und das ist noch offen. Hier ist noch kein Nebel bei mir. Gut, aber ich habe das Feuer habe ich ja aktiviert. Wir warten. Oh, ich warte auch. Ich kann auch warten. Finde ich cool. Wäre natürlich auch cool, wenn das Variation hätte. Wir warten kurz auf den. Da ist er doch. Auch wie langsam man aufsteht. So, einmal die Verbeugung. Er hat es, glaube ich, noch nicht ganz gerafft. Also, dann mal los hier. Alter, guckt euch das an. Ist es nicht fantastisch? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, was hier angebeten wird... ist. Shit. Ja, der will's doch wissen. Ich kann jetzt nicht von so einem sterben. Wir können auch noch nicht nach. Die kommen dann noch nicht weiter. Der schüttelt die Äste.
mein Plan sein. Aber alleine ist das auch ein ganz schöner Bitch. Das ist endlich immer geile Weile. Ich stehe hier noch nicht so ganz. Jetzt ist glaube ich hier Morde. What? Alter! Sag mir einfach, das gehört so. Alter! Ich konnte auch keinen Schaden gemacht. Nein, den Geist! Nein! Ich hab das gut. Steht der Typ auf! Das tut dir nichts. Okay, aber wir können nichts ganz gut warten. Das ist der sich. Wow! Fuck, das schadet mir tatsächlich. Das ist sich auf den Rücken fallen. Die Hoffnung, dass vielleicht noch ein Rad unbedingt
Okay, allein sehe ich da halt echt. Sehe ich da echt keine Chance. Jetzt. Bandbomber. Nein, nicht getroffen. Jetzt nochmal. Gleich noch eine Verbeugung. Eine zutiefste Verbeugung. Sonnenlichtmedaille haben wir bekommen. Geil. Hammer. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Und wenn das jetzt mal kein spannender Kampf war. Ich meine, ich war ziemlich Angsthase-Style, aber... Gut. Es war Angsthasen-Style, gebe ich gerne zu. Alter, aber dass mir auch da runterfällt. Das war die Dark Souls 1 Nummer. Aber sehr unerwartet, sehr, sehr unerwartet. Aber geile Geschichte. Richtig geile Geschichte. Und dass auch da immer noch Gegner nachträglich runterfallen, ist ja total witzig. Heimatknochen. Gut, investieren wir unsere Seelen. Ja, wahrscheinlich ist der auch gar nicht so schwer gewesen, wenn man weiß, aber wenn man den jetzt das erste Mal so sieht und macht, geht einem schon echt ein bisschen die Düse, vor allem die ganzen Gegner, die um ihn herum sind. Das ist ja heftig. Aber er ist auf jeden Fall sehr episch gewesen. Mit der Größe und so, muss man schon sagen, kann was. Aber den versuchen wir doch gleich nochmal. Wir wollen aufsteigen und unsere Flakonscherbe noch investieren. So, gehen wir mal ein bisschen in Kondition. Ausdauer. Hey, das bringt ja gar nichts. Habe ich so das Gefühl.
Belastbarkeit könnten wir gehen. Und Stärke. Machen wir mal so was relativ Ausgeglichenes, liebe Leute. So. Ja, das mit den Perlen, das war schon... Das habe ich ja relativ schnell gerafft. Aber alleine hätte ich, glaube ich, wäre ich gerade überfordert gewesen. So, aber wir versuchen den nochmal. Ich habe da Bock drauf. Ich will den mal noch ein bisschen besser lernen. Ein bisschen aggressiver vorangehen. Schwarzhandhut. Aber first try, liebe Leute, first try. Naja, aber nur durch gute Hilfe. Das war jetzt nicht mein Verdienst, muss man sagen. So, haben wir fast unsere täglichen Vitamine abgefrühstückt. Machen den jetzt hier mal. Kopfkürzer. Kann ich denn nicht hier? Alter. So. Kollegen. Meine Hilfe wird doch hier ganz bestimmt gebraucht. Ist ja auch noch gar nicht fertig. Ich könnte jetzt zwar weitergehen. Aber da muss es ja noch geben, so viel geben. Ich weiß, rechts geht's noch weiter. Jetzt sind wir auch da unten. Aber wir gucken uns das alles an. Das wird schon. Gucken uns alles nach und nach an. Deadpool. Mhm. Und... Hä? Was denn jetzt? Man kann übrigens jetzt wieder drei Leute sammeln. Er ist tot, oder? Ah, nee. Okay, dann geht's mal weiter. Das ist eine ganz, ganz linke Nummer. War echt linke Nummer gerade. Naja, egal. Dann gehen wir halt wieder. Alter Verwalter. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir jetzt einfach zurück? Oder versuchen wir den Boss nochmal? Was sagt ihr? Soll ich zurückgehen oder sollen wir den Gegner jetzt nochmal versuchen? Checken das Gebiet noch ein bisschen aus. Werden mir gar nicht angezeigt, die Serien. Ja, genau. Das hab ich jetzt nämlich auch vor. So, der soll noch einmal. Soll noch einmal ballern. Dann rennen wir.
Scheiße! Einfach darunter gerutscht. Ganz blöd. Einfach nur blöd abgerutscht. Mich getroffen hat. Ich glaub's ja wohl nicht. Ja gut, jetzt ist eh alles egal. Alles verloren. Alles verloren, alles egal. Jetzt. Dann haben wir ja keinen Druck mehr. Wieso kann ich dich nicht backstabben? Wieso kann ich dich nicht backstabben? Auf den Piss von Leben hatten der. Bock, Mann. Holen uns jetzt dieses Item da. Ernsthaft? Ernsthaft? Ach! Noch nicht in meiner Seele? Krieg ich Glück. Sammeln da jetzt einfach Items. Was sollen wir schon verlieren? Mehr als unser Leben können wir ja nicht verlieren. Alles am Arsch. Ist doch kacke, Mann. Verstärkte Kopf. Alter, es trifft mich halt egal wie oder was. Super. Ja. Warte mal. Ja. Haben wir's jetzt. Haben wir's jetzt. Ich bin weg. Gucken wir uns doch mal hier oben. Oh Mann, das ist doch kacke, dass man immer getroffen wird. Egal was man macht. Das ist doch scheiße. So. Alter, selbst von da. Trefft mich halt nur. Ja. Hey Mann, das ist doch kacke, die Stelle. Hey, das ist doch einfach nur scheiße. Wenn du da nicht wegkommst. Fuck you. Dann versuchen wir jetzt mal da unten rechts. Vielleicht kommen wir da auf die andere Seite und dann machen wir den platt. Oder? Dann muss es ja irgendwie lang gehen. Scheiß auf meine Seele. So, hier können wir mit Low landen. What? What? Wieso springt ihr nicht? Dumme Nutter, Mann.
taking the refuel. Springt halt einfach nicht. Machen wir es jetzt so lange, bis ich da drüben bin oder die Zeit abgelaufen ist. Jetzt auf den Sack. Macht das jetzt so lange, bis ich da drüben bin? Das gibt's doch nicht. Muss man doch rüberkommen. Hopp! Danke. Das hat sich ja gelohnt, untoten Knochensplitter. Für nix und wieder nix. Für nichts und wieder nichts. Ich gehe mal halt nochmal da hoch. Scheiße, Mann. Jetzt gehen wir, rennen wir einfach mal da nach hinten. Sackgasse. Da wollen wir nicht, wir wollen ja hier oben weiter gucken. Das ist auch eine Sackgasse. Alles Sackgasse. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Ist jetzt aufgegeben. Aber auch mal Schicht im Schacht hier. Ganz ehrlich. Fick die Henne. Öffnen. Ich sehe schon jetzt Pfeil in die Fresse. Okay. Alter, jetzt ist hier einfach ein fucking klaffendes Loch. What? Okay. Heilen wir uns und setzen ein Zeichen. Die Splitter pimpen den Estus Flacon, oder? So, es geht gleich weiter. Mit Dark Souls 3. Für die, die auf YouTube sehen, sage ich Tschüss. Wir machen jetzt nochmal den Endgegnerkampf in der nächsten Folge. Also, seid gespannt.